Moin, moin, meine lieben Freunde. Wir sind zurück beim Rennen von Monte Carlo und mit dabei der Virus. Hallöchen Leute, willkommen zu Monte Carlo. Hallo Camillo. Kann man sich voll in den Arsch schieben, dieses Rennen. Aber wollen wir mal gucken. Wir wissen noch nicht, wie es Los geht's. läuft, aber oh Vater. Ich bin genau da, wo ich nicht sein will. Gott, oh Gott, oh Gott. Oh, der Hamilton, der will dich cashen. Ui, ui, ui. Uiuiui. Man konnte mich gegen den Hamilton beweisen, das ist schon mal nicht schlecht. Okay, das ist ein guter Beginn, weiter so. Ich fahr den bloß nicht wieder kaputt. Diese Kurve, die hasse ich wie die Pest. Denk an die Kurve, die jetzt kommt. Will ich das? Solltest du. Na, ja, ging soweit. Ja, ich denke, da fallen wir das mal. Oh, Schwimmbad. Oh je, oh je. Nein! Oh! Da gehe ich lieber Kein runter. Scheiß. Na, na, na. Oh, nee, zu weit rausgekommen. Alles klar. Ja, ihr mit euren ganzen Anzeigetäfelchen hier, mein Gott. Auch hier dieses Berghochfahren, ganz schlimm, ey. Da ecke ich so oft an. Ich gucke mal da, wer ist denn das? Ja, sieht doch gut aus. Ganz einfach. Ich bin hier unten immer zu langsam am Hafen. Ja, sei froh, sonst kriegst du wieder Verwarnung oder 3 Sekunden in der Boxengasse, weißt du? Das ist, das ist es dann nicht mehr. Oder ich fahre mir irgendwas kaputt, was noch schlimmer wäre. Ja, ich hab gerade. Haben wir den Spoiler vorne schon leicht dunkelgrün so? Also, weil ich gerade so ganz leicht, Digga, davor. Du bist echt noch nicht richtig wach dafür. Ja. Ich habe auch schon was abgekriegt gerade. Scheiße. Letzte Kurve bin ich mit dem Spoilerstück hängen geblieben. No. Gut gemacht, du bist die bislang schnellste Runde des DRS wurde aktiviert, ganz toll. Oh. Shit. Vorne rot, ah. Nee, alles gut. Vorsichtig weiterfahren, oder? In der Box. Scheiße. Jetzt hing ich da kurz fest. Gut, dass gerade ein Tunnel ist. Ich habe keinen Bock auf Jeff. Kenn ich irgendwo, ja. Komischerweise lässt sich da noch gut mit weiterfahren. Also hätte ich nicht gedacht. Deswegen bleibt der so. Na, ich guck, wie weit ich mit Rot komme und fahre so lange mit. Weil wenn ich jetzt an der Box fahre, der will mir sagen, als 18. komme ich wieder raus. Ne, danke, ey. Oh, jetzt bin ich komplett rot. Scheiße. Fuck. Oh Gott. Boxenstopp. Scheiße. Nur
Lewis Hamilton, 1,18, die Sau. Ich komm einfach nicht rum hier. Nee, ich auch nicht mit dem komplett roten jetzt. Boxenstopp. Alter, jetzt muss ich hierher schleichen, ey. Das passt mir gar nicht. Kein Sieg in Monte Carlo. Ah. Oh, da hat der Bottas sich den zweiten Platz geholt. Oi, 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 oi. Wenn ich Glück habe, brauche ich nicht mal an die Box fahren. Hoffentlich klappt das. Ja, versuche ich. Reifen schon und vorsichtig fahren. Alles klar. Muss ich nur mal gucken, wo ich die jetzt alle überholt kriege. Der Hamilton ist vor mir, guck an. Hat er sich irgendwo gecrashed, der Kollege, oder wurde rausgeballert? Ja, wahrscheinlich. Wird meine Freude sein, den zu überholen. Oh, 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 oh. Aber nicht so, Camillo. Oh. Aber so richtig weg kommst du auch nicht, ne? Ja, immer. Ich habe vorne links rot und rechts gelb. Oh. Ich versuche jetzt ja fast genauso wie mir. Bis die in so einen Boxenstopp fahren, weißt du, dass ich dann auch reinfahre. Versucht dann halt da meine Zeit dann beizubehalten. Aber auf eine Art ist es gut, so komme ich auch wieder ran. Ja, die hängen alle hinter mir. Da spiele ich auch gerade für dich in deine Hände, wenn man so will. Ja, mehr oder weniger. Ich muss jetzt erstmal an diesen dreien hier vor mir vorbeifieren. Roter Spoiler, Bottas. Jo, da fährt. Der ist natürlich. Der Frontflügel ist schwer beschädigt und du hast. Okay, dieses Rennen wird für uns beide ziemlich kacker. Ist hinter mir reingetrudelt, die dumme Sau. Ei. Ja, hier ist echt wenig Platz auf der Strecke. Das ist echt scheiße. Wenn ich überlege, wie oft ich mit dem Reifen irgendwo anecke, du. Ah, komm rum. Ich komme aber auch nicht dran. Jetzt ist. Komm auch nicht an den Hamilton ran. Ja, doch, langsam aber. Deine Rundenzeiten fallen zurück. Komm zur Reparatur an die Box. Das ist, meine Rundenzeiten zurückfallen, das ist mir egal, Chef. Hier noch Positionsbeibehalten. So schaut's aus. So, jetzt den Hamilton zurechtlegen und alles ist gut. Die fahren hier diese unten am Schwimmbad, Alter, die fahren die echt schnell. Ja, da komme ich auch nicht ran irgendwie dann. Du
denn der Bottas jetzt hin? Keine Ahnung, ich habe hier nur den Hamilton. Der kommt aber nicht vorne an den Saubers vorbei, ist auch interessant. Nice. Und wenn ich so nach vorne gucke, Alter, was der Bottas da vorne hinlegt, das ist ja Wahnsinn. Jo, der fährt dir voll weg. Gut, der hat auch keinen roten Spoiler. Ja gut, und die... Entschuldigung, erzähl ruhig, ich hab gerade... Ach, nee, egal. Der muss aber auch noch in die Boxen lassen. Jetzt hab ich den ganzen Pulk vor mir. Shit. Ricardo hat gerade, der hat mich mal überholt, Alter, weil ich guck nicht mehr so neben kann, wie ich gerne bin. Wo kann man denn hier am besten überholen? Hamilton war nämlich auch schon in der Box, sehe ich gerade. Scheiße. Mal schön langsam weiter hier. Verdammte Scheiße, wo soll ich man denn hier die kriegen? Oh, da sind wohl welche in die Box oder was? Also nicht, ich gucke jetzt nicht auf die Minimap. Rum, Alter, Mann. Das wird schlimm, ne? Ja, super, ich bin im DRS, bringt mir auch voll viel. Ja, es sind einige in die Box gefahren, sehr schön. Bin schon wieder Zehnter. Problem ist halt, ich muss mit meinen Reifen das komplette Rennen zu Ende fahren. Bin mal gespannt, wie ich das machen soll. Genauso wie der Hamilton vor mir auch. Wie soll das denn funktionieren? Weil ich gerade mal nicht reinfahren soll, weil viel Vorsprung kann ich nicht rausfahren gerade. Ich muss rein, wenn der Bottas reinfährt. Wahrscheinlich keine schlechte Idee. Jo. Alter. Die Karte gucken wir auf die Straße. Ich guck auch nirgendwo anders mehr hin, ey. Wo ist das jetzt hier gerade? Ich mein. Vor mir Hamilton, hinter mir die beiden Red Bull, ey. Also hier ist gerade echt Feier. Ich mach's jetzt, ich bin verreint, ist mir egal. Ja, mach das. Boah! Scheiße! Oh, die Silberpfeile haben sich auch für den Boxenstopp parat gemacht gerade. Da fuhr gerade ein Ericsson fuhr gerade rein, in Sauber. Aber anscheinend ist der, ne, der Bottas fährt noch da vorne. Oh, 7. 10. Fuck. Durch. Jetzt auf diesen Reifen bis ins dunkel-orangene linke Seite am Flügel. Kacke, ey. Lisa. Was mache ich nur mit dem Hamilton hier? Ich komme nicht vorbei. Was sagen meine Reifen? Alles gut. Möchtest du den aktuellen Plan durchziehen? Voll rechts rot, aber sonst wäre ich an den zwei Pfeifen gar nicht vorbeigekommen. Okay, geh sanfter mit dem Wagen. So viel Schub verträgt nicht. Ich halt die Klappe jetzt. Alter, macht der Hamilton zu, die blöde... Oh. Ja, danke, du blöde... Nee. Jo, ich hab gar keinen Frontflügel mehr, du. Oh, schon wieder? Ja, der Ricciardo ist mir reingeballert. Ah, komm rum. Unser Abstand zum ersten Kurs Scheiße. Beträgt 20,2 Sekunden. Hab hier so einen guten Platz, Alter, und dann sowas. Entweder tue ich mich jetzt 9 Runden lang damit quälen und gucke, dass ich Dritter bleibe so lange. Oh, Dritter, okay. Ich wollte gerade fragen, warum hast du nicht dein Ding jetzt gezaubert? Jo, mit Dritter, das war's. Ich muss in eine Box.
Boxenstopp. Jo, jetzt werde ich auch noch durch die Gegend geschoben. Ach, ist das scheiße. Dieses Rennen gibt's keine Punkte. Der Frontflügel ist in sehr schlechtem Zustand. Wir brauchen dich in dieser Runde hier. Scheiße. Wirst du von hinten angeschoben, drehst dich einmal schön, dann hat sich die Sache wieder, ey. Oh, ich muss auch rein. Ich hab auch Dauerrot. Oh! Ja, das ist schlecht jetzt. Ja, du fährst rein. Ich hab gerade irgendjemanden. Naja. Ey, Frust. Das Frustrennen. Oh, jetzt kriege ich nochmal lila, ne? Okay. Ultrasoft. Jetzt knall ich auch. Gut, dass mein Reifen dran geblieben ist. Alter. Oh, oh, oh. Oh, Scheiße. Ach, ist das ärgerlich. Da komme ich doch nie wieder dran. Ja, Jeff, gib jetzt Gas, ja. Du bist lustig. Na, gucken, irgendwie noch unter die Top 10 kommen, wäre nicht schlecht. Ah, scheiße! Diese Dreckskurve! Oh. Ich muss jetzt rein, da gibt kein Weg dran vorbei. Oh Mann, da hier geht was drauf, Alter. Ein Schaden nach dem anderen. Ja, ich habe auch schon wieder einen gelben Flügel. Jedes Mal ein anderer Scheiß. Fertig, los jetzt. Oh, hier liegen Teile rum. Oh, da kommt der Camillo da, da unten. Jo. Wo willst du denn hin, ey? Diese Springerei ist nicht gut für die Karre. Die zieht dann, die ruckelt dann voll gegen die Wand. Jo. Vor links wieder gelb. Boah, ich hätte schon. Jo, kenn ich irgendwo her. Scheint nur geringfügig zu sein. Willkommen im Club. Etwas ruhiger an, um das Problem nicht zu verschlimmern. Wird wohl diesmal nichts für Punkte für Ferrari, ey? Lass wir uns mal hinter der Hüppenbäger einplatzieren, ey. Tja, wir platzieren uns hinter ganz vielen anderen ein, du. Das Problem ist auch, wenn wir da jetzt nochmal rankommen, die zu überholen, das ist, nochmal alle in die Box haben wir das geil. Nee, machen die aber leider nicht. Wir sind so weit weg, dass wir da nochmal rankommen. Wahrscheinlich kurz vor Ende des Rennens. Ah! Jo, für mich bin raus. Oh, scheiße. Alles in Ordnung. Sag mir, ob es dir gut geht. Dann schauen wir mal zu. Die Kurve, die hat mich letztens auch weggekloppt. Wow, wie habe ich denn eine schnellste Rennrunde gefahren? Oh, wer fährt denn hier so lahmarschig? Perez, mach keinen Scheiß. Diese Strecke ist echt nix. Weicheier, ey. Perez ist anscheinend schon kaputt. Der fährt hier ganz langsam rum. Er ist eigentlich gerade Erster. Bottas. Hamilton, Stappen, Massa, Magnussen, Ocon,
Scheiße. Kiaz, Stroll, Sainz, Grosjean, Alonso, Palmer, Eriksen, Wehrlein, Hülkenberger, Camillo, Van Dorn, Perez. Ricardo und Virus sind raus. Fuck, wenn die beiden Mercedes da... Oh, 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 komm rum. Oh, das war jetzt aber... Auf letzter Rallye. Die sind so weit weg, die nächsten, Alter. Hülkenberger, mal, mal gucken, wo der Hülkenberger ist. Der Hülkenberger hängt hinter, direkt hinter dem Wehrlein. Hoffentlich hält er den ein bisschen auf. Die sind an der scharfen S-Kurve jetzt gerade, ne? Wo wir hier so ganz langsam fahren. Also, da sind die gerade. Also, Scheiße, da hast du noch ein bisschen was aufzuholen. Ja, so ein paar Runden habe ich ja noch. Aber da war halt auch jetzt gerade der Eriksen zu sehen, meine ich zumindest. Also ja, wenn du die drei noch kriegst, dann positionierst du dich auf jeden Fall wieder so. Ja, sagst du so einfach. Ja, ich weiß. Ich will alles raus, miese Katze. Na, ich will aber auch nicht zu viel rausholen. Nee, fahr da zu Ende, damit wir das nicht nochmal machen müssen. Das ist echt grausam. Diese Strecke, die hat uns echt angetan. Ey. Vor allen Dingen will ich, dass mindestens ein Ferrari ins Ziel fährt. Weil Doppelausfall muss nicht sein. Ja, ich kämpfe mich immer ein bisschen ran. Also manche andere Strecke, die liegt, ja, die sind gerade durchs Ziel und fahren jetzt die ganz schräge hoch. Da, weißt du, diese lange Schräge. Oh, ich sehe schon. Gazzi hat neue Bestzeit gefahren, bringt mir auch sehr viel. Na, du bist schneller. Oh, die haben jetzt einen ganzen Pulk vor sich. Also wenn du da reinkommst, ne, na, also schaffen solltest, ne, und die noch zu überholen, dann bist du gut dran. Also die halten sich gerade alle gegenseitig auf hier. Ich sehe schon. 2, 3, 4. Ach, da hinten ist er, ja, da ist der Camillo. Oh, jetzt wird's interessant. Jetzt wird scheiße, wird das. Weg bei ihr auf das Camillo zuschauen hier. Jawohl. Das ist jetzt interessant. Mein lieben Zuschauer, jetzt wird's spannend. Ja, Camillo, jetzt. Oh, guck mal, guck mal, guck mal, ja. Du musst aufpassen. Die fahren sich eine Kacke zusammen, ey. Hoffentlich kommt der Camillo gut dran vorbei. Wir drücken alle Daumen auf den in der Hose. Du blöder Penner. Scheiß der, Hülkenberg. Ich hab's gesehen. Der Deutsche. Der typisch Deutsche noch. Moderator hat leichten Hustenanfall heute Morgen. Oh, der hat Daniel leichten Querdings gehabt, das war nicht so toll. Irgendwer kriegt hier die ganze Zeit blaue Flaggen gezeigt und macht keinen Platz. Ich weiß nur nicht wer. Ja, wahrscheinlich die, weil du schneller bist. Nee. Ah, wie du da kommst, einfach nicht dran vorbei, weil der so fährt, dass du nicht überholen kannst. Nee, und hier ist auch so eng. Nein, du blöde Mann. Nicht Daniel, was machst du? Rot, rot, rot. Scheiße. Das war ein heftiger Aufprall. Ach, ich fahre jetzt für drei Runden nicht mal in die Box. Ich gucke jetzt noch, was ich machen kann und dann ist gut. Ja. Oh, 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 oh. Willst du noch die Schippe? Ja, mit dem Perez hätten jetzt so Hückenbäcker ausgeschaltet. Der jetzt fährt weiter. Gerade war virtuelle Safety Car, also gelbe Flagge. Okay. So. Alles gut. Oh, er ist weg, er ist weg. Er kommt nicht mehr. Ja. Ich habe den Hülkenberg abgeschossen. Stoffel und Sergio Perez sind jetzt hinter dir. Du hast ja den Palmer vor dir, Eriksen und Alonso. Oh, ich komme aber nicht mehr richtig um die Kurven. Naja, du hast ja deinen Spoiler ausgeschaltet mal wieder. Vorne, links, rechts. Ja, vorne, rechts. Da fehlt eine Menge. Alter. Ja, ich merke das beim Lenken gerade. Derbe. Kannst du nur gucken auf der Geraden, dass du da irgendwie noch ein bisschen runterkriegst. Das hättest du vorhin nicht machen dürfen. Dann hättest du jetzt noch die nächsten zwei Wochen. Ja, was heißt die machen dürfen? Der war so langsam. Den Punkt hast du gerade mal nur. Hast dich auf 15. vorgefahren. Oh. Viel geht halt eben nicht hier. Ja, die auch. Ja, scheiße. Nicht so viel wollen, Daniel. Ja. Runde 18 von 20. Zwei Runden noch, Digga. Dann hast du es wieder hinter dir. Na, shit. War ruhig. Ja, guck dir den an. Okay, aber
Ja, da kam ich nicht dran vorbei. Nee, das, da war es auch zu langsam und spoilermäßig. Ich bin froh, dass ich an dem dran bleibe. Wenn du guckst, wenn du es jetzt schaffst, dass du dich links von ihm einquartierst. Da zieht er auch noch rüber, die Sau. Ja, ja. Da will ich vorbeilassen. Ja. Ja, aber. Oh, sehr schön, sehr schön. Der hat. War alles regulär. Das war gut, das war sehr schön. Das hat er gut gemacht, der liebe Wehrlein. Ey, der Palmer ist gut gemacht. Nee, Wehrlein war das. Aber ich habe gut überholt. Dann habe ich den gerade mit dem Hüttenbäcker verwechselt. Das glaube ich, kapiert. Den habe ich mir gut zurechtgelegt und das schön. Ja, Leute, man kennt es gerade, ist aufgestanden und man ist so nicht wach. Man muss dann alles interpublizieren. Ja, vorne hat er jetzt. Palmer, jetzt kommt er. Palma de Mallorca, tschak, tschak, tschak. Wenn ich die beiden davon noch kriegen würde, wäre geil. Ja, dann drücken wir mal die ganzen Daumen, dass ihm der Wehrlein noch ein bisschen Druck unterm Arsch macht, dass der Kamel noch reinkommt. Oh, ne, ich komme aber durch die Kurven nicht mehr gescheit. Ja, das ist halt das Manko. Ne? So, wenn wir mal Palma zuschauen, jawohl. Wollen wir mal sehen, ob der Camillo, ja, da oben ist der Camillo. Hörst du gut? Oh. Bis zur Kurve? Ja, das war schon mal nicht schlecht. Aber das sind jetzt die letzten Meter und auch vorm Schwimmbad unten. Das wird jetzt eine sehr interessante Runde. Ob der Camillo sich nochmal abbeißen kann, das werden wir jetzt hier sehen. Wäre natürlich eine super Sache, aber ich glaube, der geht nicht unter die Top 10. Das definitiv nicht mehr. Da ist das Ding durch. Da ist der Drops gelutscht. Da ist der Fisch am Haken. Da ist die Frau am Strand. Ist wohl abgebrannt. Okay, wir wieder zurück aufs Rennen hier. Wie die durch die Kurve gleiten. Der Abstand zum Camillo wird immer größer. Das ist ein Spoiler, das hat ihn jetzt gebüßt, Freund. Der kleine Aufprall da. Aber ein Platz konnte er wenigstens gut machen. Naja. So, ihr seid in der letzten Runde. Oder also jetzt muss die Finish sein. Naja, eine Runde ist noch. Ja, gut. Ja, aber bei mir steht schon Runde 20. Also gut, ja, 20 sind zu Ende fahren. Gut, alles klar. Geist, Logik im richtigen Denkfehler. Oh, Daniel, jetzt aber ran! Da schaust du, Digga. Komm schon. Oh, Mats, wird das kalt. Das ist ja. Der kommt einfach nicht mehr richtig rum. Ja, das ist diese Kurve, die sie nach außen trägt. Da wird er da ein bisschen. Da diese Kurve. Oh, der ist aber schön dran. Warte mal, komm, der Line. Oh, der Perez hat sich, der Palmer hat sich den Perez geholt. Oh, ja. Oh, der hat einen leichten Dreher gehabt, das war jetzt nicht so gut. Ja, leichtes Rutschen gehabt, leider. Oh, wie wolltest du Daniel links rüber? Nix links rüber. Oh, jetzt Scheiße. Mit Brechstange, ja, aber anders wollen die es ja nicht. Guck mal, die Fahne, guck da mal. Der lässt ja gar nicht vorbei, das ist doch eine Sauerei. Oh. Alles gut. Ja, aber wie? Du hast ja kaum irgendwelche Möglichkeiten da zu überholen. Man hat es ja ganz am Anfang gesehen, als wir uns da mit unseren roten Spoiler zurückgefahren haben, Alter. Und die Leute drängen einem hinter ein. Also, oh, das kommt auf die Zielgerade. Jetzt geht's um die Wurst, würde ich sagen. Aber die Wurst. Scheißegal, 13. nehme ich noch. Das ist super. Der hat sich wieder gut vorgekämpft, aber wie? Alter, Alter. Okay, vom Spoiler ist so gut wie nichts mehr dran. Ja, sehr geil. Alle Mann im Ziel, außer 2, 3. Will man das sehen? Nein. Da ist auch noch der Verstappen auch noch auf dem Podium. Na super. Jetzt kommen die natürlich wieder ganz schön nah ran, ne? Yeah. Oh, hast du wahrscheinlich jetzt auch Punkte eingebüßt, hä? Werden wir gleich sehen, ey. Ja, ach nee. Oh, Vater, ey. Ja, diese Strecke, die ist wohl. Und wenn du Pech hast, dümpelst du jetzt irgendwo auf Platz 6 oder so rum. Wow, Rangliste, okay. Schauen wir mal. Oh, Virus ist noch Vierter. Ja, ich bin noch Vierter. Ja, wir haben jetzt quasi die Petronas zwischen uns, nicht? Ja, Mercedes, die sind da jetzt halt. Die haben jetzt gut Doppelpunkte mitgenommen und eine Konstrukteurswertung sieht es dann genau dementsprechend auch aus. Alter Schwede, noch 9 Punkte Vorsprung. Au. Ja, nächsten Rennen müssen wir wieder gewinnen, sonst ist wieder hier Flaute in dem. Nee, im Sack. Tja, ist er. Naja, mein lieben Freund, ihr habt es gesehen. Großer Preis von Monaco, voll für den Horst. Yeah. Ja, von meiner Seite war es das. Ich habe dem nicht mehr hinzuzufügen. Ich bin froh, dass wir jetzt Monaco fertig haben. Und ja. Mm.
Oh, meine Rundenzeit war aber mega, Alter. 1,17,8. Die Besten hier vorne, die Ersten, die haben nur 1,18,7 geschafft. Naja, habe ich auch nichts von. Naja, ich würde auch sagen, das war's für heute. Wir sehen uns beim nächsten Rennen. Bis später. Ciao. Alles klar. Ciao mit V.